Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trader Life Simulator. Haben wir noch was zu essen? Nee, ne? Nein. Alles klar? Einmal einsteigen und los geht's. Ihr seht, wir haben 3.500 Dollar. Und ich bin jetzt hin und her gerissen und würde so gerne wissen, ob wir uns in dieser Folge den neuen großen Kühlschrank leisten können. Dieser 2.000 Dollar Kühlschrank. Und dann haben wir in Discord Bilder gepostet und dann habe ich gesehen, ach, ein großes Auto wäre ja auch nicht schlecht. Ach Mann, es ist eine Not, Leute. Es ist einfach nur eine Not. Ich lade jetzt hier mal ein bisschen Pizzen ein. Jetzt ist es hin und her gelaufen, gell? Es ist eine Not. Pizza, Pizza! Heute gönnen wir uns mal so richtig. Heute gehen wir mal so richtig fett essen. Ja, bei 3.500 Dollar können wir uns auch hier richtig schön eskalieren, ja. Gold, mit Gold ausgelegte Pizza. Ach, soll ich mir einen Kühlschrank kaufen oder nicht? Das ist, glaube ich, wir warten noch mal eine Folge, ja? Wir warten noch mal. Eine Folge warten wir noch. Huh? Eine Folge warten wir noch. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. So. Guten Tag. Wo ist mein Zettel? Was brauchen wir denn? Wir brauchen Schokoeis. Ist ein guter Preis. Nehmen wir mit. Wir brauchen Milch. Sehr gut. Wir brauchen Joghurt. Ist ja heute ein Träumchen. Wir brauchen Cookies. Die Cinnamon Rolls, die haben wir schon gekauft. Jetzt brauchen wir noch einen Cookie. Dann brauchen wir Donuts. Das ist ja ein Träumchen, dass im Moment jetzt alles im Angebot ist hier. Hier können wir auch noch mitnehmen. Der eine Dollar, den können wir verkraften. Ab aufs Auto. Flop. O-Saft. Nein. Ice Cream Bucket. Yes. So, dann wollten wir noch Fisch und Wassermelone einkaufen. Ich gucke hier aber jetzt trotzdem natürlich noch nach, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich mitnehmen könnte auf den ersten Blick. Dann hat er so ein bisschen ein Auge, ne? Für den Laden. Weiß er so ein bisschen, was man vielleicht noch stapeln könnte, ja? So, genau, den Softener, den wollte ich sowieso kaufen. Ist ja perfekt. So, und dann würde ich sagen, davon habe ich sowieso fast alles im Lager. Fahren wir ab in Richtung Metzger. So. Und das ist nämlich jetzt, na, ihr seht ja jetzt, jetzt haben wir nur noch 2.600 Dollar. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ne?
Wir haben Hackfleisch da, wir haben Huhn da. Jetzt gibt es, glaube ich, noch Würstchen und Steaks zu kaufen. Komm, wir gucken mal. Vollgas, Junge, Vollgas. Wir sind der einzige Kolleg in dieser Stadt, der ein Auto hat. Für uns sind die Straßen gemacht. So, warte. So, einmal aussteigen, danke. Dann habe ich nämlich Lachs auf meiner Liste stehen. Red Eye. Das ist der, ach du, das ist der Lachs, gell? Der ist aber gerade high. Und den Hammer, den Perch Hammer auch. Den Pike habe ich mir noch aufgeschrieben. Der Hecht. Oh, bei mir ist gerade die Müllabfuhr. Falls ihr ein Rauschen hört, das ist die Müllabfuhr. Das ist auch gut, gell? Dann brauchen wir noch Wassermelone. Ist aber auch immer noch zu teuer. Und dann gehen wir noch mal rüber zum Metzger. Ihr hört wirklich ein Rauschen, gell? Also, Hackfleisch haben wir da, wir haben Huhn da und dann gibt es noch Meat, Steak und Sausage. Alter, ist das teuer. Ich habe halt jetzt auch keinen Platz mehr, ne, dafür in meinem Kühlschrank. Das heißt, eigentlich sind wir gezwungen, den Kühlschrank jetzt bei nächster Gelegenheit zu kaufen. Das heißt, ich denke, wenn ich das jetzt so sehe, naja, $200 geht jetzt für den Kühlschrank und dann müssen wir nach und nach halt dann das Fleisch kaufen, ne? Wir können da nicht gleich eskalieren mit allem, sondern nach und nach dann eben das Fleisch kaufen. So. Der Pikefisch. Guten Morgen. Der Pikefisch, das ist die Makrele, das ist der Pike. Und ich hoffe, es wird nicht irgendwann rausgepatcht, dass die Sachen auch hier in dem Karton halt, ne, kaputt gehen. Das wäre halt übel für uns alle, glaube ich. Weil wir haben uns, denke ich, alle ein schönes Lager gemacht. Und das wäre halt gar nicht schön. So, einmal hoch, einmal auf den Fischladen und weiter geht's. Dann ist hier das Softener, der Weichspüler, der kommt hier noch drauf. Ich weiß auch nicht, unser Laden erinnert mich so sehr an damals. Also, so sahen die Läden halt echt aus, ne? Oder auch wenn du in verschiedene Länder fährst, ne? Deswegen, ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm, dass wir das alles auf dem Boden stehen haben. Denn es erinnert irgendwie, es macht so ein bisschen, es ist, man wird so ein bisschen nostalgisch. Damals. Wisst ihr noch damals, als noch alles gut war? Als die Welt noch in Ordnung war. Ist echt lustig, gell, dass man dann irgendwie in einem bestimmten Alter sagt, früher war alles besser. Obwohl, das würde ich gar nicht mal so unterschreiben. Aber man sagt es irgendwie, ne? Aber wahrscheinlich, weil man sich ab einem bestimmten Alter nicht mehr auf Neues großartig einlassen kann. Und dann weint man halt dem hinterher, was man halt kennt. Na, das wird's halt sein, gell? Ach, ist das schön.
Unser Stress hat nachgelassen, nachdem die Kekse zu Fisch geworden sind. Und jetzt sind wir wieder dabei, unseren Laden eskalationstechnisch zu füllen. Hier kann ich sogar alles reintun. Sowas gefällt mir natürlich. So. Was haben wir da oben? Die Donuts. So. Hat irgendjemand von euch nach dem Update einen neuen Spielstand angefangen? Weil es ist ja empfohlen. Aber hat das auch jemand von euch gemacht? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Oder ob er in eurem Spielstand weiterspielt. Man ist natürlich immer froh, auch relativ weit zu kommen in dem Spiel. Und dann ist das natürlich ärgerlich, ne? Wenn dann ein Update kommt und die Entwickler sagen, es wird empfohlen, neu zu starten. Dann denkst du dir, will ich jetzt mit einem verbuggten Spielstand rummachen, eventuell? Oder fange ich neu an? Aber dann kann es natürlich nach kurzer Zeit wieder so sein, ne? Und immer wieder neu zu starten, das überlegt man sich dann halt, ne? Ja, das passt eigentlich. Das ist ja das Problem. Wenn dann sicher wäre, dass man den Spielstand dann behalten kann, dann würde man es auch sagen, dann würde man auch sagen, okay, ich fange neu an, ne? Aber dann, weiß ich nicht, stell mal vor, nach ein paar Wochen kommt wieder ein Update, muss wieder neu starten, muss immer wieder neu starten. Das ist dann doof, ne? Deswegen, also ich riskiere das jetzt. Wir spielen jetzt an diesem Spielstand einfach weiter. Und gucken mal einfach, wie weit wir kommen. Und jetzt ist uns vielleicht ein bisschen Geld flöten gegangen. Aber wir können es verkraften. Ne? Oh. Joghurt? Habe ich keinen Joghurt mehr da? Habe ich nicht eben noch Joghurt gesehen? Doch, da ist doch Joghurt. Da ist doch Joghurt. Dann nehme ich mir das mal raus. Und setze das da mal ein. So. Du kommst da ganz nach hinten. Dich verschieben wir auch. Und zack. Und die Chocolate Ice Cream. Davon haben wir auch gar nichts da mehr, ne? Chocolate, 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 Chocolate Ice Cream. Doch, haben wir. Habe ich nur nochmal nachbestellt. 6 Stück haben wir davon noch da. Okay. So, Auto ist leer, glaube ich, ne? Nachdem ich einmal eine Kiste in meinem Auto vergessen hatte, habe ich so ein bisschen, ne? Gucke ich lieber nochmal. So, genau. Den brauchen wir immer noch, den Lachs. Den Perch haben wir sogar noch. Genau, haben wir sogar noch in der Kiste. Das ist Pike. Das ist auch Pike. Das ist Red Eye. Red Eye. Könnten wir ja auch noch kaufen, ne? Wollen wir mal einen kleinen Spaziergang machen? Für sowas überlege ich, obwohl wir das halt sehr selten machen, dass wir jetzt sagen, kaufen wir die eine Geschichte oder nicht. Jetzt bin ich ja mit dem Auto nicht losgefahren, ja. Weil ich mir denke, nur wegen einer Sache das Auto anmachen, ne? Ist ja wie im echten Leben. Das kannst du auch laufen, ne? Ihr seht ja, guck mal, wie schnell wir da sind. Da wären wir jetzt noch lange nicht da. Oh.
wenn wir mit dem Auto gefahren wären. So, Red Eye. Oh nein, jetzt ist auch noch nicht mal im Angebot. Ich bin ein Held. Na, stattdessen nehme ich die Makrele mit. So, nee, für sowas überlege ich, ob ich mir einfach mal eine andere, ein zweites Auto oder was es halt noch gibt, kaufen. Was ist denn ein Smartphone? Ein Laptop habe ich, aber ich habe noch gar kein Smartphone. Hä? Seit wann habe ich denn ein Smartphone? Huch! Ich kann mir sogar ein Taxi leisten. Wie? Repair? Refill? All purchases will be applied to all of the vehicles. Nein! Das heißt, ich muss da gar nicht mehr hin. Tow cars to home. Aber wenn ich irgendwo liegen bleibe. Customer Complaints. Ich kann auf dem Handy gucken, was die Leute wollten, was wir nicht hatten von unterwegs. Habt ihr das gewusst? Muss ich mich schämen oder bitte sagt mir jemand von euch, dass ich es auch nicht wusste. Bitte, bitte, bitte. Das hat mir keiner gesagt. Jetzt gehe ich nur mal auf die auf die Map. Home, your shop. Der Möbelladen, bla bla bla, Elektronik, Phone Shop, Laptop Shop, Dingsbums, Food Cart. Food Card. Aha. Farm. Wir können ja auch da eine Farm kaufen. Hier ist die Farm. Animal Trader. Da kann ich die Tiere kaufen. Hier ist die Tankstelle. Hier kannst du Autos kaufen. Hier kannst du Autos reparieren. Hier kannst du Teile kaufen. Tools. Das sind auch Möbel, ne? Hier ist die Exporting Company, das machst du, wenn du. Und die Trading Company, das machst du, wenn du im Endgame bist. Das sind die Automaten, ATM, Bank, Fish Shop. Ja. Dann habe ich genau diesen Laden. Entweder ist der neu dazugekommen oder weiß ich nicht. Bin gerade ein bisschen verunsichert. Beef Broth. Bitte sagt mir, dass ihr das auch nicht gesehen habt. Das würde meinem Ego gut tun. Chocolate Biscuit. Davon haben wir doch noch was da. Juhu. Wir haben ein Smartphone, Leute. Aber ich habe mir nie ein Smartphone gekauft, ne? Also warum gibt es dann einen Smartphone-Händler? Wofür braucht man den? W-
Weil nachdem man ja ein Smartphone hat und der sagt, du hast ja schon eins, du kannst nichts mehr bei mir machen, ist es dann für irgendwann später, dass eventuell das Smartphone kaputt geht oder weiß ich nicht was? High Price. High Price. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. So, in der Ecke waren wir fertig. Hier passt auch noch alles. Hier könnte man bei Gelegenheit auch noch mal was dazu kaufen. O-Saft habe ich mir schon aufgeschrieben. Handwash könnten, ja, gucken wir noch mal. Vielleicht können wir es gleich bestellen. It's night. Es ist doch Nacht. Warum sehe ich denn hier draußen was? Manchmal ist es stockduster. Mach nochmal das Licht aus. Gut. Muss man vielleicht auch einfach mal so hinnehmen. Also ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen. Wir haben ein Handy. Voll geil. Ich bin ja gespannt, wie viele von euch sagen, ich habe es auch nicht gewusst. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Gut, da sieht alles prima aus. Da sieht auch alles gut aus. Das können wir nachfüllen. So, warte mal, es geht ja gar nicht. Was ist das nochmal? Katze, ne? Ja, blaues Katze. Dry Cat Food. Da ist auch nur noch eins drin. Katzenfutter. Das können wir wieder dahin stellen. Und die nächste Ladung. Wir haben ein Handy. Voll cool, oder? So, Dry Cat Food. Jetzt machen wir noch den Dog. Dry Dog. Ich muss mich erstmal von meinem Schock erholen, dass ich. Oh, das ist so doof gemacht. Dass ich ein Handy habe. Das ist wie in so Filmen, wo die Leute aufwachen, nicht wissen, wo sie sind und erst nach Stunden in ihre Tasche gucken. Das war bei Hangover so, ne? Wo sie auch nach Stunden erstmal in ihre Taschen geguckt haben, um zu gucken, ob sie irgendwelche Hinweise finden, wo sie sind. Oder warum sie in dieser Situation sind. So. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Oh Gott, klappt bei mir, spukt's.
So, 0 Uhr. Das ist jetzt wieder zu so einer komischen Zeit, wo einem der Strom abgezogen wird. In so einer Nacht- und Nebelaktion kommen dann die Kallheinze und wollen Geld von einem, weißt du? Clear. Wir haben schon 1 Uhr, ey. Ach, wir haben gar keine Cola mehr, ne? Da muss ich auch schreiben. Cola. Jam haben wir aber noch. Das haben wir auch noch. Jo. Müssen wir uns beheilen. Ab ins Bett. Aber speichern kannst du auf dem Handy nicht, ne? Sau cool. Bin gespannt, was irgendwann mal bei Notes kommt. Alles klar. Die Pizzen, die würde ich mal. Kann ich die hier reinstellen? Das wäre natürlich geil. Eine Pizza behalten wir mal, weil ich weiß nicht, ob wir noch was essen müssen, bevor wir hier wieder zurück in den Laden kommen. Ist das cool. So, ich hoffe, mein Mitarbeiter 36 wird meine Pizza nicht futtern. Dann fahre ich jetzt nach Hause schlafen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wie gesagt, bitte schreibt's in die Kommentare. Kennt ihr das Handy? Benutzt ihr das Handy? Ich freue mich drauf. Und dann kaufen wir in der nächsten Folge den großen Kühlschrank. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.